Ja, da sind wir wieder auf dem Weg nach Norwegen und Schweden und diesmal mit der Stena Line. Und wir haben eine Hammerkabine bekommen. Echt irre. Im obersten Deck mit Zugangscode. Also man kann da nur rein, wenn man auch da eine Kabine gebucht hat. Und ich glaube, so eine gute Kabine hatten wir noch nie. Also wir haben die Panorama Suite mit eigenem Empfangschef, kostenfreien Getränken, Cookies, alles, was man sich wünscht. Ja. Und das für weniger Geld als eine Standardkabine auf der Polar Line. Um genau zu sein, für die Hälfte. Genau. Ja. Und, top. Ja, ist wirklich richtig super. Genau. Top. Ja. Frisch von der Fähre runter, war eine super ruhige Überfahrt und jetzt geht's erstmal in Richtung Fjällbacka. Das Glück in Fjällbacka ist tatsächlich den letzten Parkplatz für Wohnmobile zu bekommen. Die haben hier nur 5 und obwohl es Nebensaison ist, offensichtlich weil Wochenende ist, ist es doch relativ besucht hier, gut besucht, viele Schweden unterwegs. Und jetzt gibt es erstmal Kaffee. Keine Zimtbollen, aber andere leckere Teilchen und Hauptsache mein Kaffee jetzt. Das wird dringend Zeit. Ja, allerdings. Aber es ist schön hier, sehr schöner kleiner Ort. Toll. Und richtig schöne kleine alte Häuschen, ist wirklich schön. Wenn wir gleich hier noch ein bisschen rumgehen, ja. Hier gibt es wohl auch einen Berg, auf den man hochgehen kann, also einen Hügel. Und da hat man wohl eine sehr schöne Aussicht. Wir gehen jetzt auf den Kungsklüft an. Das ist der kleine Berg in Fjällbacka, satte 74 Meter hoch und erschlossen durch Treppen, sehr lustig. Und man soll davon oben aber einen sehr schönen Blick über die ganze Stadt haben, also muss man da auch mal hoch. Tatsächlich haben wir jetzt die 75 Meter nicht komplett erklommen, weil es ist Sonntag und da oben war es einfach unglaublich voll. Auf der Treppe, überall. Die Schweden sind bei dem Wetter natürlich auch alle draußen und haben wir gesagt, sparen wir uns das und gucken uns ein bisschen unten weiter um. Und hier ist es, wie man sieht, total leer. Hier ist kein Mensch. Das ist total schön. Das war Fjällbacka, hat uns sehr gut gefallen. Dem Straßenverlauf von Tanumsfegen noch 5 Kilometer folgen. Genau, und jetzt geht's nach Baldernes, das ist ein Naturschutzreservat und da kann man wohl sehr schön stehen, frei stehen und ungefähr eine Stunde Fahrt, auf geht's. Wetter hat sich jetzt ein bisschen bewölkt und vielleicht soll es heute Nacht sogar regnen, aber die Straßen sind im Moment viel leer gepflegt. Wir fahren jetzt durch die schwedischen Wälder und es ist absolut nichts mehr los auf den Straßen. Total alleine. Das ist schon cool. Wir sind jetzt im Naturschutzreservat angekommen und wunderbar. Absolut ruhig hier. Eben sind wir tatsächlich durch Regen gefahren. Das ist
nach dem Sommer in Deutschland was ganz Außergewöhnliches. Also man hat sich fast gefreut, sah bedrohlich aus, dunkel und es kam Regen runter. Das ist man kaum gewohnt. Naja, und aber hat direkt wieder aufgehört und ja, Temperaturen sind angenehm. Sehr schön hier, super ruhig. Jetzt werden wir gleich noch ein bisschen spazieren gehen. Und dann war es das für den ersten Tag. Schon viel erlebt und ja, morgen geht es weiter hoch in den Norden. Ach ja, und statt zu kochen, haben wir uns tatsächlich heute nochmal an der Tanke zwei Pizzen geholt. Ging ruckzuck, die haben die frisch gemacht, sehen super lecker aus und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Willkommen Till Baldersnäs. Ich würde jetzt mal so rein intuitiv und frei übersetzen. Willkommen in Baldersnäs. Die Hälfte der Pizza ist verputzt und Natascha hat ja schon gesagt, wo wir jetzt sind. Auch schon perfekt übersetzt und ja, jetzt vertreten uns noch ein bisschen die Füße und dann essen wir die zweite Hälfte der Pizza. Ja, und da es jetzt gerade ein bisschen regnet, haben wir uns mal untergestellt und hier am See ist halt dieses Haus und ja, da ist eine Sauna drin, einen ziemlich genialen Ausblick. Die erste Nacht in Schweden verbracht, im neuen Campervan, mit der neuen Heizung, mit der neuen Kaffeemaschine. Also eigentlich ist alles neu und bis jetzt funktioniert alles hervorragend. Zu der Heizung werde ich später noch mal ein bisschen was erzählen, was wir uns da ausgedacht haben, wie wir das machen, damit wir nicht dauernd Gas wechseln müssen. Und ja, jetzt werden wir erstmal in Ruhe frühstücken und dann gleich mal überlegen, wie wir weiterfahren. Wir machen es ein bisschen vom Wetter abhängig. Und vielleicht fahren wir auch schon relativ schnell wieder nach Norwegen rüber, weil da gibt es ein paar Sachen, die wir auf der Höhe noch nicht gesehen haben. Und ja. So, wir sind jetzt im Moment hier. Erst hier, muss man sagen. Und da wir vorhaben und überlegen, nach Alfdal zu fahren, zum Trondfjell, was hier schon nicht mehr auf der Karte ist, peilen wir heute mal Torsby an und dann können wir immer noch weiter schauen, ob wir dann wirklich hier rüber fahren oder weiter durch Schweden. Auf geht's! Ja, die erste Schotterpiste mit dem neuen Van und ich kann nur sagen, die Luftfederung ist unglaublich toll. Also das ist wirklich was. Keine Schläge mehr bis ins Rückenmark. Das ist einfach super. Was einem hier in Schweden immer direkt auffällt oder im Norden ist, besonders am Anfang, diese absolute Stille. Es ist wirklich, das ist man ja von zumindest Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht gewohnt und das ist schon echt toll. Abbiegen auf Dingshuskatan, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Und das Ziel ist natürlich ein Café in Torsby. So, endlich ein Kaffee, ne? Käffchen. Genau, wir sind jetzt seit 3 Stunden unterwegs und
fahren jetzt ja, wie gesagt, hoch in den Norden und jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen. Noch besser. So, wir fahren jetzt auf einer Nebenstraße Richtung norwegische Grenze. Wir versuchen heute uns mal so ein bisschen an der Grenze entlang zu hangeln. Den Strecken, weil wir zu Trondfjellet möchten. Und das Navi Strecken 12 Kilometer immer. Da hat man Unterhaltung. Heute ist Montag, der 5. September. Wir haben uns gestern noch einen gemütlichen Abend gemacht und ja, wie ihr seht, das Wetter ist spitze heute. Wir fahren heute auf einen Berg, der heißt Tron, in der Nähe von Alfdal. Und ja, da waren wir noch nicht und den wollen wir uns angucken. Es soll sehr schön sein da oben und das Wetter ist dafür natürlich hervorragend. Käffchen und Zimtbollenzeit. Und das bei dem Wetter. Richtig schön. Ah, da kommt der Espresso. Das ist ganz schön schwer. Der Kaffee ist fertig. Was halt hier in Norwegen immer wieder verwunderlich ist, wir sind ja auf dem Weg nach Alfdal, mitten im Nirgendwo. Wir haben seit bestimmt einer halben Stunde kein anderes Auto getroffen. Kommt man an einem Rastplatz, wunderschön gelegen. Da gibt es Mülleimer, große Container und natürlich auch ein wirklich nett angelegtes Toilettenhäuschen. Und dazu jede Menge Ruhe. Das ist der Tron, auf dem wir jetzt hochfahren. Höchstwahrscheinlich zumindest. Das steil gewesen. Da ist man mit Vorderradantrieb, aber teilweise echt an der Grenze. Aber sehr cool hier die Aussicht und abenteuerlich, echt. Ja, sehr schief geparkt, aber immerhin hochgekommen. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter hoch, weil hier die Strecke scheint gesperrt zu sein durch ein Baufahrzeug, weil die da wohl die Straße reparieren, was auch in Teilen tatsächlich dringend notwendig ist. Ja, ich habe gerade mal gemessen.
mit dem iPhone, einfach aus Spaß, sind tatsächlich 18 Grad Steigung. Das ist schon ganz schön heftig. Und ja, Sicht ist toll. Es ist zu warm für die Jacke, aber wo soll ich es jetzt hin tun? Und mal gucken, ob wir bis ganz oben gehen, weil es ist noch ein gutes Stück. Aber es ist echt super hier. Bisschen Abenteuer halt, genau so wie es sein muss. Ja, komm, noch 4-5 Stunden sind wir oben. Das war eine richtig schöne Tour und jetzt geht es wieder runter zum Ventyman. Und wenn wir es auch nur halbwegs schaffen, den da gerade auszurichten, dann werden wir so wahrscheinlich hier oben auch schlafen. Denn eventuell, sollte der Himmel klar sein, soll es heute Abend die ersten Polarlichter geben. Und das wäre grandios! Ja, das Aufstehen heute Morgen um 6 hat sich tatsächlich gelohnt. Im Tal war Nebel, die Sonne kam dann langsam hoch und ja, Wahnsinn. Also es sah so schön aus und wir sind ja wie gesagt absolut allein hier oben. Ach, eine tolle Nacht, toller Tag gestern und der heutige fängt schon richtig gut an. Und das Wetter sieht richtig gut aus. Fast schon zu gut zum Fotografieren. Das ist strahlend blauer Himmel. Naja. Jetzt gibt es erstmal Kaffee und Frühstück und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Wir haben noch nichts geplant. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht im Sumpf lande. Und ja, dann geht es nachher weiter. Bis später. Ja, das war wirklich ein toller Morgen heute und der Sonnenaufgang war einfach phänomenal. Und jetzt gibt es erstmal Kaffee. Wohin wir fahren, wissen wir noch nicht. Das planen wir gleich. Ja, sehr cool. Schön gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Wir fahren Richtung Norden und gucken einfach mal, was uns erwartet. Wir haben jetzt im Moment noch kein festes Ziel und hier der Platz war einfach genial und anscheinend ist der Tron auch nicht sehr bekannt. Wir hatten das letztes Jahr eigentlich schon vor, das zu machen und ja, haben es aber irgendwie nicht geschafft und diesmal war es eine gute Entscheidung, weil das Wetter ist natürlich klasse. Es ist angenehm, kaum Wind. So, ich schätze mal jetzt 15 Grad, wird heute noch wärmer, perfekt. Und der Morgen, wie gesagt, war richtig toll. Ich zeige jetzt nochmal gerade, wie wir stehen und dann geht es gleich auch schon weiter. Wir standen heute Abend hier auf einem Parkplatz, direkt an so einem Maintenance-Haus, wo die für die Straßenarbeiten halt was lagern. Das ist natürlich wahnsinnig schief hier alles und deshalb haben wir es dann irgendwie geschafft, mit dem einen Keil vorne und der Luftfederung hinten das Wohnmobil hauptsächlich gerade zu kriegen. Allerdings war immer noch ein leichtes Gefälle nach vorne drin, aber gut, damit kann man leben.
Und direkt über dem Wohnmobil seht ihr die Serpentinenstraße, die man normalerweise hochfahren kann. Und ja, ging jetzt gestern nicht, aber dafür sind wir es hochgelaufen und das ist ja eigentlich auch das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich viel wandern. Und aber ansonsten war das hier wirklich ein ganz toller Stellplatz. Besser kann man es nicht haben. Und wie sieht's aus? Hier sieht alles gut aus. Ja. So langsam mein mobiles Office. Ja, heute schon gearbeitet. Ja. Und jetzt wird gespült und dann sieht es auch wieder schön aus und wir können weiterfahren.